Wenn ich mich nicht irre, sollte das eigentlich Monza sein, weil nach Belgien folgt eigentlich praktisch immer Monza. Also nochmal eine High-Speed-Strecke. Noch eine extremer als Spa, das bereits ist. Dies ist der sehr schnelle Kurs von Monza, wo wir den großen Preis von Italien sehen. Tatsächlich, Monza. Und wir haben ein neues 2008. Es regnet in Monza. Dritter Gang. In den vierten. Rauf in den fünften. Aber wir gehen trotzdem mit dem Abtrieb nach Die oben. Mechaniker befinden sich in der Boxengasse. Großartig. Ein schlechter Stopp. Großartig, ein schlechter Stopp. Zurück in den fünften, zurück in den dritten, in den vierten. Fünfter Gang. Curva grande. Und dann haben wir schon die zweite Er liegt Schikane. bereits bei der ersten Zwischenzeit zurück. Rettifilio, glaube ich. Oder war das die erste? Beziehungsweise die ersten zwei hier. Das Layout hier. Mit den zwei Schikanen. Ah, die erste Lesmo. Die ich nicht gut gefahren bin. Rauf in den vierten. Zweite Fünfter Lesmo. Gang. Rauf in den sechsten. Und dann kommt schon die Variante Ascari. Werfen wir einen Blick auf die Rundenzeiten. Er fällt bei der zweiten Zwischenzeit Whoa. Nach hinten. Passen Sie auf. Es ist Padua. Er fährt in die Leitplanke. Der Randstein ist fast umgebracht. Glauben Sie mir, in einem Formel 1-Rennen kann alles passieren. Und es passiert alles. In den sechsten. Ist natürlich schwer, die Bremspunkte zu finden, wenn man in den fünften die Strecke eigentlich vor lauter Regen nicht sieht. In den vierten. Aber momentan muss man sagen, auf beide High-Speed-Strecken, also die beiden in den sechsten. Größten es regnet und die Strecke ist ziemlich nass. Beiden größten High-Speed-Strecken, beide nass. Werfen wir einen Blick auf die Rundenzeit. Er liegt vorn nach der ersten Zwischenzeit. Jetzt purzeln die Rundenzeiten immer mehr. Die Reifen drehen durch. Das ist ein Minardi. Ich bin sprachlos. Er knallt in die Mauer. Ich darf die Randsteine nicht berühren. Rauf in den vierten. Rauf in das den muss fünften. Ich mir merken. Sechster Gang. Er muss das Gaspedal fast in den Boden getreten haben. Er fällt bei der zweiten Zwischenzeit nach hinten. Er liefert sich eine regelrechte Schlacht da draußen. Rauf in den fünften. Rauf in den sechsten. Zurück in den fünften. Das ist natürlich alles andere als hilfreich mit wenig Abtrieb. Im Regen zu fahren. Er hat wieder Zeit gut gemacht. Rauf in den dritten, in den vierten, rauf in den fünften. Sechster Gang. Er liegt bereits bei der ersten Zwischenzeit zurück.
Also wegbleiben vom Randstein. Bei der zweiten Zwischenzeit nach hinten. Fünfter Gang. Verdammt! Es ist Badoer. Er muss die Absperrung berührt haben. Er kämpft bis zum Schluss. Das ist einfach typisch. Ich bin ein schlechter Qualifier. Zurück in den vierten. Zurück in den dritten. In den vierten. Fünfter Gang. In den sechsten. Er hat wieder Zeit gut gemacht. Immer noch Platz 24. Er muss das Gaspedal fast in den Boden getreten haben. Es ist eine gute erste Zwischenzeit. In der zweiten. In der fünften. Vierter Gang. Die gingen wohl voll. Aber jetzt muss ich die Ascari richtig nehmen. Fällt bei der zweiten Zwischenzeit nach hinten. Ja, schon besser. In den sechsten. Ich habe dann auch, glaube ich, noch eine Runde. Glauben Sie mir, in einem Formel 1 Rennen kann alles passieren. Und es passiert alles. Schließt auf. Platz 5, das ist sehr gut. Zurück in den vierten. Da brauche ich mich echt nicht zu beschweren. Sechster Gang. Werfen wir einen Blick auf die Rundenzeit. Er liegt vorne nach der ersten Zwischenzeit. Okay, vergessen wir es. Platz 5 im Moment, das war gut. Also, dann schauen wir mal, wie es lief. Häkkinen auf Platz 1 mit 1,33,5. Dann haben wir Panis, Salo, Hill, Frenzen, Badoer, Platz 6, ja, da kann ich zufrieden sein. Kulfert, Schumacher, Berger, Alesi, oh, schlechte Platzierung bei den Ferraris. Barrichello, Herbert, Blundell, Dinis, wow, viel weiter vorne als beim letzten Mal. Brundle, Irvine, dann haben wir Bouillon, Papis, Katayama, Lamy, oh, Teamkollege ist nur 20. Inoue, Montermini und zuletzt in der letzten Reihe Moreno und Lavacci. Sie sind fertig für den Start. Achten Sie auf Grün. Und Sie sind gestartet. Und jetzt Vollgas. Das kostet Ihnen eine Position. Er befindet sich jetzt in den Punkten. Klasse! Drängeln sich vorbei. Schauen Sie sich das an. Und er ist relativ vorsichtig gefahren. Das bringt ihn einen Platz nach vorne. Das ist der erste Platz.
denke, da wird es um die 10 Runden geben. Maximal 11. Weil bei 20% müssten 71 Kilometer zurückgelegt werden. Ja, in dieser Kurve hätte ich sicher, also in der Parabolik hätte ich sicher noch ein bisschen Zeit herausholen können im Quali. Ja, Platz 6, da kann ich nicht unzufrieden sein. Das war die beste Platzierung, die ich im Qualifying hatte. Er hat den Fuß voll auf dem Gaspedal. Sehen Sie, wie hart er kämpft. Ich habe übrigens angefangen, von der MyCareer eine Statistik zu führen. Mit den ganzen Plätzen, die ich der Führende, Luca erreicht habe. Und an zwei, Mika Häkkinen. Quali-Duelle, Rennduelle. Damon Hill. Interessanterweise, im Quali-Duell bin ich wirklich weit hinten. Auch schon gegen Lamy ist es 2-1 für Lamy. Und ich glaube mit Heinz-Harald Frenzen. Martini war so ungefähr 8-2, so irgendwas. Auf die Rennduelle. Oh, Moment, es kann nicht 8-2 sein, wenn das das 12. Rennen ist. Nein, es wären schon 7-2 gewesen. Ja, das passt schon eher. Es ist Padua. Ich habe mich nicht konzentriert. Toll. Theoretisch wäre es wieder ein verlorener Sieg gewesen. Würde es Schaden geben. Da war ich einfach nicht konzentriert. Liefert sich eine regelrechte Schlacht da draußen. Ja, eben im Qualifying-Duell liege ich weit zurück, aber im Rennduell, da bin ich weit vorne. An 1, Luca Badoa. Zweiter, Mika Häkkinen. An dritter Position, Damon Hill. Auf dem vierten Platz, Michael Schumacher. An fünfter Position, David Coulthard. Auf dem sechsten Platz, Scheiße. Gerhard Berger. Diese verflixten Randsteine. Ich mache mehr oder weniger auf der ganzen Strecke Zeit gut, aber hier verkacke ich. Er hat den Fuß voll auf dem Gaspedal. Nice 43, auch trotzdem die schnellste Rennrunde. Kommt wahrscheinlich noch vom Start.
bin sprachlos. Schon wieder der genau gleiche Fehler. Meine Güte. Auf dem ersten Platz. Was mache ich da nur? Geht mir so Mühe. Und dann mache ich jedes Mal diesen scheiß Fehler. Auf dem vierten Platz. Die Randsteine bringen mich noch um. Michael Schumacher. An fünfter Position. Und das waren jetzt zwei Rutsche, da konnte ich ja noch eine Kollision vermeiden. David Coulthard. Das hätte mir also nichts gemacht. Aber verdammt nochmal, jetzt muss es langsam mal klappen. Sechs Runden muss ich noch durchhalten. Sehen Sie, wie hart er kämpft. So, jetzt aber fehlerlos bleiben. Naja. Zumindest kein Rutscher. ...1.40.0. An 1. Luca Badoer. Auf dem zweiten Platz. Mika Häkkinen. Dritter. Gerhard Berger. An vierter Position. Damon Hill. An 5. David Coulthard. Sechster. Michael Schumacher. Glauben Sie mir, in einem Formel-1-Rennen kann alles passieren. Und es passiert alles. Es ist krass, wie spät ich eigentlich bremsen kann hier für die Ascari. Er muss das Gaspedal fast im Boden getreten haben. Das ist ein Minardi. Ja, da hätte ich jetzt einen Frontflügel verloren. Der Führende, Luca Badoer. An 2, Mika Häkkinen. Dritter, Gerhard Berger. Es ist Badoer. Auf dem vierten Platz, David Coulthard. Fünfter, Michael Schumacher. Na toll, jetzt muss ich den Häkkinen schon wieder aufhalten. Johnny Herbert. Nur weil ich zu dumm bin und einen 12-Sekunden-Vorsprung einfach so verspiele. Jetzt bin ich äußerst vorsichtig.
Also das war auf jeden Fall nicht mein stärkstes Rennen. Auch wenn ich hier jetzt Erster werden sollte, aber verdient war der Sieg, aber war der Sieg eigentlich nicht. Rein von der Pace? Ja, klar. Baduel, ich glaube, da hat er die Mauer berührt. Schon wieder? Ich glaube es nicht. Unglaublich. Er wurde ja, finde ich auch unglaublich. Ich bin so blöd. Er liefert sich eine regelrechte Schlacht da draußen. Wie kann ich nur so blöd sein? Jetzt habe ich den Häkkinen ziehen lassen. Mika Häkkinen. Zweiter, Luca Badoer. Aber ich habe ja noch ein paar Runden. An dritter Position. Wenigstens das. Gerhard Berger. Er verliert an Boden. Vierter, Johnny Herbert. An fünfter Position, David Coulthard. Auf dem sechsten Platz, Michael Schumacher. Meine Güte, bin ich dämlich. Wir befinden uns in der vorletzten Runde. Oh, jetzt muss ich wirklich Gas geben. Dem Häkkinen will ich den Sieg nicht geben. Aber dazu muss ich jetzt zwei saubere Runden fahren. Er hat viel Zeit gut gemacht. Sehen Sie, wie hart er kämpft. Auf dem ersten Platz, Mika Häkkinen. Zweiter, Luca Badoer. An drei, Johnny Herbert. Auf dem vierten Platz, Gerhard Berger. An fünfter Position, David Coulthard. Es ist die letzte Runde. Sechster, Eddie Irvine. Unglaublich. Ich bin sprachlos. Da war definitiv der Häkkinen hat mich abgeschossen. Das ist ein Minardi. Jetzt verliere ich das Rennen. Muss die Absporung berührt haben. Weil mich dieser blöde Häkkinen abgeschossen hat. Mann, jetzt bin ich sauer. Ich habe einen Sieg aus der Hand gegeben. Wie dumm ist das denn? Der Abstand wird größer. Scheiß Wichser. Er kämpft bis zum Schluss. Er hat viel Zeit gut gemacht. Aber zu wenig. Zu wenig. Ich hab's vergeigt. Ich hab's vergeigt. Er kommt ins Schleudern. Super. Da hat er aber noch einmal Glück gehabt. Das war's mit dem dritten Sieg. Das ist ein Sieg für Mika Häkkinen. Ein fantastischer Sieg für McLaren. Zweiter, Luca Badoer. Ja, meine Schuld. Ganz einfach. Meine Schuld. Niemand anders hat Schuld außer ich. Und Schumacher schafft es nicht in die Punkte, der Sack. Hill aber auch nicht. Ah, nervig, nervig. Trotzdem konnte ich mich einen Platz nach vorne arbeiten. Jetzt ist es
sind es 26 Punkte. Und für McLaren sind es 20 jetzt. 26 für Minardi, alle von mir. Jordan hat auch noch 2 Punkte gemacht, weil er Irvine irgendwie 5. geworden ist. Und Williams ist Benetton davongezogen. Ja, was soll man sagen? Es hätte der erste Platz werden können, daher ist es ein täuschendes Rennen.